Weiter geht's bei Welcome Shop heute live aus unserem Lagerverkauf mit einem Klassiker. Viele kennen schon die Putzhexe und mit meinem Freund. Hallo. Grüß dich, Olli. Grüß dich, Thorsten. Schön hier zu sein. Hallo, liebe Zuschauer zu Hause. Ja, einfach genial, die Putzhexe. Muss man sagen. Man sagt immer einfach irgendwie nur ein Schaumstoff. Aber sieht aber aus wie ein Stückchen. Richtig, ist aber eine Mikrofaser, 40.000-fach feiner. Und das heißt, wir gehen da richtig dem Schmutz zu Leibe. Okay, und das wollen wir eigentlich mal zeigen. Labern wir nicht viel, machen wir was. Richtig, wir wollen ja mal, wie funktioniert das überhaupt? Wir haben jetzt hier eine Plastiktüte. Jetzt sagt jeder, eine Plastiktüte reinigt nie im Leben einen Mensch. Warum? Geht ja auch nicht. Es ist ja hier ein Printdruck drin. Das heißt, selber wenn ich hier jetzt einen Reiniger drauf gebe, komm, jetzt gebe ich dir mal noch die beste Mikrofaser, die es momentan gibt, noch mit dazu. Und jetzt probierst du hier einfach mal ein Ergebnis zu machen. Nimm hier einfach mal die Farbe runter, gib mal richtig Gas und lang mal richtig hin. Genau. Aber wer und warum putzt Plastiktüte? Ganz einfach. Wir sagen ganz einfach, die Putzhexe ersetzt nicht den herkömmlichen Haushaltsreiniger, sondern wir gehen zwei Stufen höher. Das heißt gegen Terpentin, Aceton, Benzin, wenn es wirklich stinkt in der Wohnung. Und jetzt aktivieren wir die Putzhexe nur mit Wasser. Das heißt, ich gehe hier vorne hin, schönes Stuttgarter Leitungswasser und aktivieren jetzt einfach die Putzhexe. Jetzt möchte ich dich auch bitten, nicht auf das Reinigungsmittel gehen, Mikrofaser haben wir probiert, etwas oben, versuchen hier mal was zu bewegen. Was will ich damit zeigen? Das heißt, wenn wir hier rangehen und holen hier, schau dir das mal an, guck mal. Richtig, das heißt, der Druck geht runter, die Verschmutzung geht weg. Und das heißt, wenn so eine Verschmutzung weggeht, was sind dann normale Haushaltsverschmutzungen? Übliche Verschmutzungen, wo man sich ärgert, Spezialreiniger für Zeranfeld, Kochfeld oder nur hast du mit nicht gesehen? Wasser und mit dem Schmutz. Richtig. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen ja richtige Verschmutzungen zeigen. Das bedeutet zum Beispiel Permanentmaker. Das ist das Schlimmste, der Graus für jeden zu Hause. Und damit hast du ursprünglich einmal überzeugt. Richtig. Da müssen Sie sich vorstellen, da ist der doch tatsächlich zu mir ins Büro gekommen, hat ein Edding dabei und schmiert bei mir auf dem Schreibtisch mit einem wasserfesten Edding rum. Ich bin nicht totnah verschrocken, hab gedacht, ich muss einen neuen Schreibtisch kaufen. Richtig. Aber dann putzt er sein Schwimmle aus. Und es geht der weiter. Der Schreibtisch ist halt wieder sauber. Es funktioniert. Und auch hier, ob das jetzt Fliesen sind, Stockflecken, Edelstahl, Porzellan, Keramik, Messing, Aluminium, kein Problem. Einfach die Putzhexe arbeiten lassen. Wichtig ist, nicht unmöglich drücken, sondern ganz leicht, mit leichtem Druck, dann kreisende Bewegung. Und auch hier, wenn es jetzt rauer wird, wie wir es hier außen sehen, du bekommst sämtliche Flecken wieder in den Griff, ohne wieder Spezialreiniger Nummer 425. Gibt's nicht mehr. Jetzt haben wir natürlich gesagt, okay, wenn der natürlich so fein ist von der Struktur her, was kann ich nicht mit reinigen? Es geht alles außer Autolack. Warum nicht? Okay, weil der schon dann der Lack praktisch mit runter. Genau, der wäre dann weg. Ja. Das bedeutet für alle Bodenbelege auch wiederum die Putzhexe einfach in den Einsatz nehmen. Jetzt haben wir hier unten dabei Laminat, Kork. Was sind deine Wachsmalstifte? Hier hinten, kannst du ruhig mal Gas geben. Wie sind sie denn? Liegen jede Menge. Ach, da sind sie. Guck mal, einfach mal drüber gehen. Hier haben wir jetzt guck mal, du darfst schon mal mitspielen, wenn du willst. Willst du mal? Hier, einfach kannst mal hier. Mal, kannst du mal probieren? Komm, probier mal. Einfach mal ran, einfach mal malen. Dann mach mal hier so, mach mal richtig schön Dreck und dann gucken wir, ob es nachher wieder weggeht. Wenn das der kann, das wissen wir ja. Wenn wir schon mal Zuschauer hier haben, dann soll das ja auch mal was machen. Okay, richtig schön dreckig machen. Und jetzt sieht man es auch, so kann es zu Hause passieren, wenn einfach mal der Block da. Das sieht ja jetzt wirklich richtig, richtig übel aus, oder? So, und jetzt probierst du mal mit Wasser nur, ob es weggeht. Einfach mal deinen Eilanger. Da werden nur die Finger kürzer, ne? Geht nämlich nichts. Und jetzt einfach mal mit der Putzhexe arbeiten. So ein einfach Kreis mal rübergehen. Und bewegt sich da was? Geht da was weg? Das ist doch und? Klasse, oder? Geht's weg? Geht's weg? Ja? Ja. Ganz erstaunt. Und jetzt ist jetzt auch der Unterschied, warum die Putzhexe anders funktioniert, wie viele andere Sachen. Klasse gemacht, Applaus hier, ne? Und jetzt kennen viele, ja, ich habe ja die Schwämmchen irgendwann wo im Angebot gesehen. Ne? Die fahren dann überall rum. Ja. Nur hier hat man wirklich die doppelt so hohe Schaumenge drin. Das heißt, bei 95 Grad Waschmaß, das ist jetzt ein heißes Feld, da dürfen Sie niemals eine Mikrofaser drauflegen. Die wird verschmoren. Die normalen Putzlappen zu Hause. Genau, das stinkt, das schmort. Hier passiert gar nichts. Das heißt im Gegenteil. Ist ja echt gut, aber liebe Kinder, das machen Sie nicht zu Hause, dass Sie das jetzt machen wie ich, dass ich hier putze im heißen Zustand, weil das geht muss wirklich. Ja nicht sein. Nein, also nur dass man kaputt geht. Genau. Und den Schwamm schmeiße ich jetzt eigentlich in den Müll. Der ist total verbrennt. Genau. Um Gottes Willen, das machen Sie niemals im Leben, sondern einfach Putzhexe, 95 Grad waschbar in die Waschmaschine reingehen. Und was passiert dann in der Waschmaschine? Man sieht es ja schön, wenn man jetzt in das Wasser mit reinkommt und siehst, wie langsam nach und nach der Schmutz wieder raus. Wieder
rausgeht. Und ist das nicht phänomenal? Das ist richtig klasse. Das heißt, einfach ausspülen, schön ausdrücken. Der ganze Schmutz geht ins Wasser über und ich reinige ganz einfach wieder. Das heißt, wir haben ja in dem Set 5 Stück mit drin. Also das ist ja wirklich ein riesiges Set. Kommst ja normal im Haushalt 1-2 Jahre damit aus. Richtig, wenn nicht immer der Mann dann wieder in der Garage was hat, wenn der Nachbar was hat. Es geht unterwegs. Ob das jetzt Stockflecken sind, im Bad, wie wir es hier sehen, kleine, vom Nagellack zum Beispiel, Ränder in der Duschkabine, am Badewannenrand, am Waschbecken, vom Rasieren zum Beispiel, hat man gerne die Schnittstellen drin vom Rasierapparat, geht einfach weg. Und das Ganze ohne Chemie. Ohne Trick und doppelte Boden, ohne Chemie, ohne irgendwie. Prozesse funktionieren. Einfach Wasser. Genau. Ja, aber auch gesagt, ob das jetzt feinerer Boden ist, in der Küche ist, die Küchenwände, dann natürlich die Verkleidung mit dazu. Ob das jetzt Edelstahl ist, Kunststoff, Keramik, Email, es spielt keine Rolle. Okay. Sie arbeiten ganz einfach mit Wasser, mit der Putzhexe, ohne Druck, kreisende Bewegung. Und das bedeutet wiederum, man hat Ergebnisse, da staunt man wirklich also Bauklötze. Ohne was kaputt zu machen, also alles außer Autolack geht. Am Autolack kann ich nur schauen, ob der Lackierer gut grundiert hat, weil die Farbe ist weg. Ne? Aber das wäre natürlich kein feiner Zug, sondern es funktiert wirklich, auch rund ums Haus. Ob der Grill ist, Gangmöbel, Kalkflecker in der Armatur, so was. Richtig, ideal. Weil du hast ja meistens nur einen kleinen Aufsatz drauf, das heißt, es ist eine kleine Beschichtung und die nimmst du ganz einfach runter. Ob das jetzt auch Töpfe sind, wenn die natürlich 4 Jahre eingebrannt sind, da hilft auch die Putzhexe nicht. Wenn die Milch überkocht, kein Problem, sie kriegen sofort mit der Putzhexe das Ergebnis. Schau dir das an, jetzt richtig hart drauf, da gehe ich einfach ein paar Mal drüber, mache jetzt ein bisschen schneller. Ja, das ist ja zu Hause haben sie Zeit. Brände. Ja, dann braucht man ein bisschen, aber schau dir das Ergebnis an. Super. Oh, da sieht man sogar wieder, von wem der Topf war. Ne? Das ist natürlich ein Ergebnis. Ne? Das genau. Finde ich gut. Torsten, wir müssen ein bisschen Gas geben. Zwei Sachen kann ich noch zeigen. Okay, also gerade beim Bügeleisen gibt es einen extra Stift. Beim Ceranfeld gibt es einen extra Stift. Einen extra Reiniger, Kunststoff, Holz, Möbel, Porzellan, Keramik. Was haben wir alles? Schmuck brauchen wir nicht mehr. Putzhexer ausprobieren, sie werden begeistert sein. Okay. Das ist echt der Hammer. Schau dir das mal an, Herr. 5 Blöcke für den Preis. Also auch wenn da was einbrennt, ist das so klar, holst du natürlich logischerweise runter. Genau. Super. Und nicht wegwerfen, reinigen. Es funktioniert. Ob das die feinsten Sachen hier sind. Was ist da damit? Plastik? Genau, Plastik ist sogar... Oder hat jemand vorhin was beschriftet und hat es nicht runterbekommen? Kannst du ja mal leicht probieren und was wegkriegen. Probier's mal. Ja, wenn du hier so Theater machst, ja, da muss was losgehen hier, da geht was ab. Jetzt zeig mal richtig, geh mal ran. Ne? Okay. Jawohl, und ob das noch so fein ist, ob das Kunststoff, Plexiglas, Keramik, Porzellan. Einfach mal drüber gehen und schau dir das an. Gerade wieder weg. Ob das jetzt Nikotin ist. Torsten, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Immer gerne wieder. Und Ihnen zeigen wir jetzt noch mal ganz kurz, was im Set alles mit drin ist und wie Sie es bekommen können. Hallo, hallo. Vergessen Sie Benzin, Terpentin, aggressive Reinigungsmittel. Egal was für Verschmutzungen, die Putzhexe entfernt selbst hartnäckigste Flecken wie durch Zauberhand. Alles, was Sie brauchen, ist normales Wasser. Durch die mikrofeinen Poren zieht dieser Reinigungsschwamm den Schmutz förmlich an und ist sogar bis 95 Grad waschbar. Rufen Sie jetzt an und bestellen Sie noch heute unser 5-teiliges Sparset.